In diesem Video geht es um ein Bild für den Warlock fürs PvP. Man kann das Ganze auch im PvE spielen, aber dazu am Ende noch ein klein bisschen mehr. Wir kombinieren schlechtes Karma mit den exotischen Schuhen Geomag-Stabilisatoren, zusammen mit einigen neuen Mods aus dieser Season. Ziel des Builds ist es, unsere Super möglichst oft und möglichst schnell zu bekommen, dafür nutzen wir den Mod Energieumwandler. Wenn du mit Licht aufgeladen bist, gewähren deine Granatenangriffe Super Energie und verbrauchen alle Stapel von mit Licht aufgeladen. Je mehr Stapel du hast, desto mehr Energie erhältst du bis zu einem Maximum von 50% deiner Super Energie. Heißt also leider, wenn wir nach 50% unserer Super Energie eine Granate werfen, bekommen wir kein Stück Super Energie dazu, aber wir finden auch nicht unsere Stapel mit Licht aufgeladen. Jetzt müssen wir uns aber noch mit Licht aufladen, das machen wir mit den Mods Schnellladung und Ladungsernter. Schnellladung ermöglicht uns, mit Licht aufgeladen zu werden, indem wir schnell mehrere Kämpfer mit Impulsgewehren, Pistolen oder Maschinenpistolen besiegen. Das sind etwa drei Hüter, wobei man sich wirklich sehr viel Zeit hier lassen kann, also es muss kein Dreifachkill sein, damit das hier zählt. Trotzdem nutzen wir noch den zweiten Mod Ladungsernter. Wenn du nicht mit Licht aufgeladen bist, besteht bei allen Kills oder Assists eine kumulative Chance, dass du mit Licht aufgeladen wirst. Kumulativ heißt hier eigentlich einfach nur, dass wir jeden siebten Kill oder Assist garantiert mit Licht aufgeladen werden, aber wir haben davor schon immer die Chance. Wenn wir nun mit Licht aufgeladen sind, nutzen wir den Mod Stapelweise. Erhalte für jeden gewonnenen Stapel mit Licht aufgeladen noch einen weiteren Stapel. Und dann können wir jetzt unsere Granate erwerfen und erhalten dank Energieumwandler mit unseren zwei Stapeln von Licht aufgeladen etwa 10-12% unserer Super. Das klingt jetzt nicht unbedingt sehr viel, allerdings nutzen wir noch die Geomag-Stabilisatoren, sodass wir zum einen die letzten 20% unserer Super bekommen, indem wir einfach sprinten. Und gleichzeitig behalten wir aber etwas 30%, wenn wir unsere Super nach ein oder zwei Kills direkt abbrechen. Das Ganze läuft also so ab. Wir töten ein paar Hüter mit schlechtem Karma und bekommen hier schon schneller Superenergie, dank dem exotischen Perk Fluchregen. Kills laden das Magazin nach, erhöhen den Schaden kurzzeitig und gewähren Superenergie je nach Stärke des Fluchregens, feuert vollautomatisch. Wir töten also ein paar, werden dadurch mit Licht aufgeladen im Optimalfall. Wenn wir nun mit Licht aufgeladen sind, werfen wir unsere Granate und bekommen so sehr schnell die ersten 50% unserer Super. Die restlichen 50% bekommen wir dann nun dadurch, dass wir weitere Kills machen und warten, bis wir über 80% sind. Dann können wir sprinten und unsere Super aufladen. Nun suchen wir uns den ersten Hüter, den wir sehen, und nutzen unsere Super und brechen direkt nach einem Kill ab. So behalten wir etwa 30% unserer Super und im Optimalfall haben wir jetzt gerade noch eine Granate übrig und sind mit Licht aufgeladen, sodass wir diese direkt werfen können und jetzt wieder bei 50% sind. Jetzt müssen wir wieder nur noch 30% abwarten, beziehungsweise einfach Hüter töten und dann den Rest wieder vollsprinten. Das Ganze können wir wieder und wieder wiederholen. Und ja, so müssen wir im Prinzip eigentlich nur auf unsere Super warten oder wirklich aktiv was dafür tun, eigentlich nur die 30%. Wir können dann so sehr schnell für unser Team Sphären des Lichts erzeugen und die dann wieder Super machen und damit weitere Sphären des Machens, wodurch natürlich unsere Super sich auch wieder schnell auflädt. Ich gehe jetzt noch einmal kurz über die Rüstung, wo wir welche Perks platzieren und welche Elemente wir dafür brauchen, sowie die Waffen, die ich verwendet habe. Kurz einmal die Waffen zuerst. Im Kinetik-Slot schlechtes Karma. Im Energieslot habe ich die geliebt gespielt, aber hier kann man auch irgendeine andere Spezialwaffe spielen. Und im schweren Slot ein simpler Raketenwerfer. Auf dem Helm in Leere wählen wir stapelweise. Auf den Handschuhen Ladungsernter, auf der Brust Schnellladung mit verbessertem ruhigen Gewehr oder Impulsgewehr zielen, das gibt's aus der Season im Artefakt gerade den Mod, also für Impulsgewehre auch. Auf den Schuhen nur ein Spezialmunitionsplünserer und auf unserem Klassengegenstand Energieumwandler zusammen mit ferngesteuert, sodass wenn wir mit unserer Sniper Kills machen, auch hier schneller die Super bekommen. Dann können wir jetzt noch, je nachdem wo wir und wie wir Energie haben, alles mit Disziplin oder Intellekt Mods ausrüsten. Denn auch wenn Intellekt jetzt erstmal logisch erscheint, da wir unsere Super schnell bekommen, gerade wenn man das in der Tributhalle hier sieht, wenn wirklich alles optimal läuft, dann haben wir unsere Super schneller wieder als unsere Granate und ja, dann bringt uns das auch nicht das Licht aufgeladen, denn werden wir es gar nicht nutzen können. Aber das war auch im Prinzip schon das ganze Bild. Jetzt noch einmal ganz kurz im PvE, wie man das hier spielen kann. Ich denke, das kennen vielleicht auch schon einige von anderen Builds. Das habe ich einiges gesehen auf YouTube. Hier könnte man zum Beispiel mit der unteren Nova-Bombe und dem Helm Apotheose-Schleier spielen, um relativ offensiv, aber auch schnell unsere Super zu bekommen. Oder aber auch defensiv als Brunnen des Glanzes mit dem Phoenix-Protokoll. Da kriegen wir sowieso schon unsere Super, wenn wir Leute darin töten. Und dann könnte man statt Ladungsernter Überladen nutzen, sodass wir bis zu 5 Stapel mit Licht aufgeladen bekommen. Und dann mit einem Granatenwurf etwa schon 40% unserer Superenergie bekommen. Nur im PvP finde ich das Ganze ein bisschen schwieriger. Da werde ich lieber schnell nur mit zweimal aufgeladen, aber kann die dann immerhin schnell nutzen.
habe das Ganze auch im PvP kurz mit der Nova-Bombe gespielt, allerdings fand ich das Ganze hat nicht so gut geklappt mit der Chaos-Spannung, da wir hier nach unserer Super schon etwa 30% wieder haben und bei der Nova-Bombe ist diese eben weg und da müssen wir alles neu aufbauen. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich lasse noch ein bisschen Gameplay laufen. Ich freue mich wie immer über Kritik, Anregungen und bis zum nächsten Mal. Yeah, when you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. Heart of this crowd, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna fall into dreams, or are you just gonna be another card in the sea? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right, and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't be around. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, all you really need is hope. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are? Yeah, when you stand right here and say no. I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. The one that can show to myself I could go. All the way to the top, can't stop. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder, moving forward. Older, never slower, good to know ya. Don't go make me draw my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed. It's in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me. So when you feel like you're nothing, but you wanna be something, well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, let's go. Yeah, it's what you need when you're down. Need when you're out, what you need when you're sad, and when you feel left out, you feel an energy drop, and then creeps out. But with a little bit of hope, you can figure it out. Let's go. Keep your head high, even when you're down inside. Through the pain you fight, and through the painful nights, you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving, surviving. Nothing's in your way but yourself. Don't need nobody's help. You can make it through this hell. Take it one step at a time. What's up as you climb? If you fail, you'll be fine. Get back up to the grind and never lose sight of your mission. Be driven. This life is a prison if you don't have vision. You're in it to win it, so get it, don't miss it. Your chance is now, so be something somehow. Don't let yourself down.